Na, was macht denn dein Seelenplan, deine Berufung? Suchst du noch oder bist du schon da? Oder bist du einer derjenigen, die auf dem Weg sind? Ha, auch Berufung und Seelenplan, das sind so Themen, die so, so viel Stress haben und die so, so beladen sind, auch energetisch. Und was, wenn du da gar nicht mehr rumsuchen musst? Die Hälfte unserer Zeit versuchen wir oder verplempern wir wirklich, damit Dinge zu finden oder auf der Suche zu sein, statt irgendwie voranzugehen und nach vorn zu gehen. Und wie kannst du leichter vorangehen? Mit anderen Fragen, auch mit diesem Glauben an Gott. Ja, was, wenn du statt zu überlegen, oh, was ist meine Berufung, was ist mein Seelenplan, was ist meine Aufgabe, warum bin ich hier auf der Erde? Was, wenn du sagst, hey, danke Gott in mir. Wie viel erfüllter kann ich heute leben? Wie viel erfüllter kann ich heute leben? Gott, was kann ich heute für dich tun? Für mich tun? Für uns tun? Und was, wenn Berufung vielmehr sowas ist? Diese Schritt für Schritt dich in eine Richtung zu begeben. Und Berufung heißt auch nicht, dass du etwas dein ganzes Leben genauso machen musst, ja. Es gibt auch bei mir so einen roten Faden, der war immer, hey, ich, Gottes Licht der Liebe, das alles heilt. Begleitet mich schon ganz lang. Wie viel mehr kann ich kreieren? Wie viel mehr kann ich erschaffen? Wie viel mehr kann ich Gott durch mich wirken lassen? Ja. Das ist auch was, was mich schon mein Leben lang begleitet. Aber das sah in verschiedenen Phasen meines Lebens anders, immer anders aus. Mal war ich zum Beispiel mehr in der Wirtschaft drin. Mal habe ich mehr, zum Beispiel in letzter Zeit habe ich ganz viel dieses Gefühl, ich darf die Erdengel zusammenrufen und uns finden lassen. Ja, was, wenn Berufung mehr wirklich das ist, dass du sagst, hey, cool, was steht jetzt für mich an? Aber was erfüllt mich? Was bringt mich auch näher zu mir? Ja. Was bringt mich näher zu mir? Aber womit kann ich gleichzeitig den höchsten Dienst leisten? Ja. Auf eine glückliche, wunderschöne, freudvolle Art und Weise. Deswegen, vieles ist so vermittelt worden in vielen Richtungen, was uns immer wieder mehr auf der Suche sein lässt, immer mehr uns ablenken lässt oder suchend sein lässt, statt zu sagen, hey, ich bin jetzt derjenige, der findet. Hey Gott, ich weiß, du hast einen Plan für mich. Danke, dass sich dieser bestmöglich für mich entfaltet. Was kann ich heute tun, um meinen nächsten Schritt zu tun? Den nächsten Schritt auf diesen Weg zu gehen. Verstehst du, was ich meine? Und wie fühlt sich das an? Wie viel anders? Und vor allen Dingen, du gehst, du bist in Bewegung, du gehst nach vorn, du bist nicht mehr auf der Suche, du tust. Und das ist ein riesen, riesen Unterschied, wenn es darum geht, um Berufung, Seelenplan. Ja, auch da stehe ich dir super gerne, wenn du magst, zur Seite und finde das mit dir im Einzelgespräch gerne heraus. Weil letztendlich geht es darum, wir leben hier nur einmal, ja? Und letztendlich geht es darum, tatsächlich erfüllt zu leben, erfüllt zu sein mit der Essenz in dir. Es geht darum, wirklich zu leben, am Leben zu sein. Wie viele Menschen laufen da draußen rum und sind es nicht am Leben? Genau. Und ich spüre, dass da bei manchem so richtig jetzt mal der Druck rausgeht. Also was braucht es, damit du mehr am Leben sein kannst, am Leben teilnehmen kannst, mehr leben kannst, gleichzeitig mehr erfüllt sein kannst und gleichzeitig eine gute Sache tust und die auch monetarisieren kannst. Wenn du keinen Beitrag mehr verpassen möchtest, dann abonniere das hier oder schau gerne auf meiner Telegram. Seite vorbei, weil dann verpasst du gar nichts mehr, wenn du hinguckst. Danke, dass du deinen inneren Ruf folgst.
die Wahrheit lebst.